Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass sie nicht übertrieben groß wird. Aber ich glaube, wenn wir hier komplett die Wände nochmal mit Steinen verkleiden, müssen wir uns auch einen richtig schönen dunklen Stein überlegen. Irgendwas Altes, irgendwas Gruseliges, irgendwas, was so im Subtext gruselig ist. Ich weiß nicht. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach, dass auch die entsprechende Stimmung dann aufkommt. Aber wir versuchen das einfach mal. Oh, haben wir hier Marmor oder was? Ja, cool. Marble. Eine Sache machen wir noch weiter. Ich finde, die sollte auch gar nicht so klein sein. Wir sollten hier ruhig ein bisschen eine größere Gruft machen. So äußerlich nur ein kleiner Friedhof, doch im Innern eine große Gruft. So, da machen wir hier nochmal weiter und gehen hier nochmal so ein bisschen in die Tiefe. Nein, da natürlich nicht. So, ob ich hier Eichen. Achso, das waren die Eichenholzbretter. Ich habe also auch Quarzitpflasterstein, wo ich den gerade sehe. Ich habe auch Quarzitpflasterstein mitgenommen eben von zu Hause. Wir haben ja ein Schubfach, wo irgendwie 42 Stacks von diesen Quarzitpflasterstein drin sind. Also richtig viel haben wir da gesammelt. Ich weiß gar nicht, wo wir das alles herhaben. Das ist wirklich unglaublich viel mit der Zeit, was sich da angesammelt hat. Dann bekommt Fridolin der Erste bald Gesellschaft hier unten. Muss natürlich überlegen. Wenn ich jetzt gerade überlege, die Gräber sind ja jetzt irgendwie über uns. Eigentlich ist es jetzt so ein bisschen so, dass wir in die. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Totenruhe hier betreiben. Quatsch. Nein, die Gruft. Die Gruft muss sein. So, Fackel. Und immer tiefer graben wir uns in die Erde. Dies ist geweihter Boden. Geweihter Boden. Störe die Totenruhe. Und sie lassen dich nie wieder gehen. So, im Moment sieht es noch nicht gruselig aus. Der Boden muss auch noch raus. Der Boden muss raus. Es muss alles eine Gesteinsart sein. Komplett. Das ganze Ding, das ganze Verlies muss eine Gesteinsart sein. Man kann das ja auch sagen, die Toten, die jetzt mit Grabstein da oben gekennzeichnet sind, die liegen alle hier. Oder teilweise auf jeden Fall hier. Kann man ja sagen. Ich rede mich hier schon so in Rage, dass ich von diesem Geräusch jetzt gerade erschrocken bin. Das gibt's doch gar nicht. Echt. Wie sieht's denn aus? Wie groß ist das Ding? Oh, ich kann Steine nicht mehr einsammeln. Schön, dass hier unten in der Gruft auch Salz ist. Leichensalz. Irgendwie sind wir hier mega voll. Holz. Tralali, tralala, das packen wir erstmal hier alles weg. 13 Setzlinge gesammelt, ne? Marmor. Marmor ist ja immer nice, dass wir das sammeln. So, nachher die Dekobank stellen wir natürlich dann hier unten hin. So, jetzt sammeln wir erstmal ein. Reicht das von der Größe, oder muss das noch größer sein? Ich glaube, größer muss es gar nicht sein. Na doch, warte mal. Muss ja auch entsprechend wirken irgendwie. Aber ich glaube, das ist schon ganz nice. Das ist schon ganz nice hier. So. Folgendermaßen. Komm, ein bisschen weiter machen wir noch. Eine Einheit weiter, weil das Ganze auch wieder kleiner wird. Wenn wir das mit anderen Steinen umrahmen. Oh, Eisen. Eisen. Schätze, die Schätze der Gruft. Müssen hier unten eigentlich auch Gold deponieren, wenn wir hier mal irgendwann fertig sind. So, Schätze für die Gräber. So, was ist jetzt hier? Habe ich jetzt hier zwei Einheiten weggenommen? Moment, das muss hier wieder hin. Da kommt einfach nur ganz normales Gestein rein. Das ist völlig Wumpe, was da reinkommt. So. Okay, komm. Diese beiden Reihen nehmen wir jetzt noch mit. Da gehen wir jetzt noch mal mit zum bis ganz ans Ende. Oh, jetzt habe ich schon wieder was gefunden. Nein, ich will nichts mehr finden. Bitte, nichts mehr finden jetzt.
Da ist schon wieder Kohle. Ich will jetzt hier nichts finden, weil ich muss das dann wieder abbauen. Ich kann das dann nicht sitzen lassen. Das weißt du doch. Und so wird die Gruft jetzt immer größer. Irgendwann haben wir ein Riesending, das viel größer als der Friedhof ist. Das bleibt jetzt da oben sitzen. Das baue ich nicht ab. Das baue ich nicht ab. Nein! Nein, 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 nein. Aber die Kohle baue ich ab. Die Kohle bauen wir doch ab. Die wollen wir doch mitnehmen. Obwohl, eigentlich haben wir total viel Kohle, ne? Wir können sie eigentlich mit Kohle totwerfen irgendwie. So. Eben kurz zumachen, aber dann bitte vernünftig, Fabi. Mach es vernünftig. So. Das ist die Gruft. Das ist die große Gruft. Jetzt gucke ich mal eben, wie weit ist das jetzt unter der Erde? Also das hier ist ja schon... Na gut, da liegen die Toten. Da liegen die Toten hier. Das könnte allerdings auch so eine Art Eingang sein. Wo dann eben keine Särge mehr stehen demnächst. Ist hier auch ein bisschen hell irgendwie. Gefällt mir auch nicht so. Der Stein ist auch so hell. Der kann ja so hell von mir aus bleiben. Ich weiß gar nicht, wieso ich diesen Stein hier eigentlich damals verwendet habe. So toll ist der gar nicht. Eins, zwei. Ah, das geht. Das geht mit der Höhe. Da könnten tatsächlich theoretisch noch welche drüber liegen. Das wird sogar möglich sein. So, und jetzt nehmen wir den Schiesel. Ich habe mir da nämlich schon eine Gesteinsart überlegt, die wir verwenden können. Wir schieseln das nämlich hier alles um. Und zwar, was so mein Favorite ist, entweder dieser Bruchstein mit Tafel, Bruchstein mit Creeper-Tafel. Wir nehmen mal 64 davon mit. Dann nehmen wir, so, das war jetzt die Creeper-Tafel, ne? Ja, Creeper-Tafel. Dann nehmen wir diesen hier mit, Bruchstein mit Tafel. Nimmst du Bruchstein mit Tafel mit? Und Basaltpflasterstein, okay, weiß ich auch nicht. So, hier Creeper-Bruchsteinfliesen, die sind auch ziemlich nice. Die sind sogar noch dunkler. Ja, ich glaube, ich habe meinen Favoriten schon so ein bisschen ausgeguckt. Nein, ich will nicht die Eisensense schieseln. So. So, wird das jetzt nochmal was? Bruchstein. Wie sieht das aus? Alte Mauer, altes Gestein. Lass nochmal dahingestellt. Was könnte es noch sein? Nein, spontan nicht. Spontan nicht. Einfach aus dem Gefühl ist es das nicht. Das ist geil, oder? Das ist richtig dunkel. Sieht ein bisschen aus wie Brunnenstein oder sowas. Mein Favorite. Ich hoffe, deiner auch. Ich hoffe es wirklich. Mein Favorite sind diese Creeper-Bruchsteinfliesen. Und genau die verwenden wir jetzt auch für die Gruft. Jetzt können wir die auch stapeln. Ne, können wir nicht. Hä? Achso, ne, das sind andere. Creeper-Bruchsteinfliesen. Da sind sie. Jetzt haben wir's. Dann haben wir die nochmal. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Aber lass uns einfach mal anfangen. Das Salz nehmen wir auch nochmal eben mit. Ein bisschen. Oh nein. Ja, es ist. Das ist jetzt. Das ist normal. Das ist jetzt. Rohstoffe müssen abgebaut werden. Geht jetzt nicht anders. Zack. Haben wir es denn jetzt? So, jetzt fülle ich hier überall Bruchsteinfliesen rein. Ist mir jetzt egal. Creeper-Bruchsteinfliesen. Fackel weg. Ein bisschen muss es jetzt hier dunkel sein. Natürlich hätten wir jetzt auch halbe Fliesen verwenden können. Ich denke, wir sollten jetzt auch wirklich eine Gesteinsart verwenden. Sonst sieht das nachher nicht aus, wenn das irgendwie zu bunt gemischt ist. Es soll ja so ein... Es ist ein alter Friedhof, ja? Es ist altes Gestein. Es ist dunkel. Ich hatte erst an bemoosten Stein gedacht, aber bemooster Stein passt natürlich überhaupt nicht. Weil hier unten schlicht und einfach in der Dunkelheit kein Moos wächst. Ist ja klar. So, dann gehen wir noch hier nochmal
hin und her. Haben wir die schon wieder alle aufgebraucht? Ne. Jetzt haben wir mal ein bisschen Möglichkeit, mal so ein paar Steine hier zu verbraten, wo wir auch sehr viele abgebaut haben. So Basaltpflasterstein. Jetzt wäre es irgendwie ganz nice. Also erstmal müssen wir ein paar Sachen in den Rucksack schon wieder packen. Müssen wir schon wieder tun. So, Salz, Kohle. Die Fackeln können wir hier hin stapeln. Das Eisen packen wir auch erstmal weg. Das ganze Holz, wir brauchen das zunächst noch gar nicht. Eisen weg. Eichenholzbretter können wir eigentlich wieder umschießen, aber lassen wir jetzt erstmal. Granit. Marmor. So. Basaltpflasterstein. Den würde ich gerne behalten, weil das halt eine andere Gesteinsart ist, die wir im Moment noch nicht so häufig haben oder nicht mehr so häufig haben. Dann nehme ich lieber diesen ganz normalen Quarzitpflasterstein und den Bruchstein, den wir einfach mal umwandeln. Aber Basalt würde ich gerne behalten, wenn wir den jetzt schon sammeln. Dann können wir den auch mal eben, diesen auch noch in den Rucksack packen. So, 39 haben wir. Ich glaube, das ist ganz nett. So. Also, Creeper-Bruchsteinfliesen. Da sind sie. Noch ein. Und noch ein. Drei Stacks. Mal gucken, ob das erstmal reicht. Vielleicht reicht das ja auch schon. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Gucken wir mal, ob das vielleicht schon ausreicht. Weiter geht es mit der Gruft. Oh, es ist schon sehr dunkel hier. Es ist schon sehr dunkel. Und jetzt wird es richtig dunkel. Jetzt wird es richtig dunkel. Das ist natürlich jetzt doof. So. Oh, bisschen dunkel. Ah, ich stelle hier mal ein paar Fackeln hin. So. Sonst sieht es ja gleich gar nichts mehr. Das wäre nicht so schön. Was mache ich ja auch gerne. Manchmal mache ich diese monotonen Arbeiten einfach sehr gerne. Habe ich auch schon mal erwähnt. Ach, Mann, was mache ich denn? So. Kriege ich es noch hin? Wird es denn gehen? Ich krieg's heute nicht hin. Flacker, flacker. Eine flackernde Springfackel. Man wirkt doch schon wieder ein bisschen kleiner. Gut, dass wir noch ein bisschen größer gemacht haben, das Ding. Es wirkt doch jetzt etwas kleiner. Aber, wie gesagt, ich denke, von der Größe passt es immer noch. Wir sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Oh, oh, oh. Das habe ich übrigens schon lange vor. Ich habe das lange nicht erzählt. Ach, reicht ja nicht. Guck an. Müssen wir doch noch ein paar machen. Ich habe das lange nicht erzählt, dass ich das machen wollte. Aber mir war sofort klar, als ich diesen... Als ich die Deko-Bench das erste Mal ausprobiert habe... Und ich dieses Skelett hatte, was dann in der Ecke saß. Da war mir sofort klar, ich baue ein Verlies. Ich habe bis jetzt auch noch keine genaue Idee, wie es aussehen könnte. Im Detail. So, weißt du, was wir jetzt hier machen? Jetzt stellen wir erstmal eine Crafting-Truhe rein. Habe ich gar kein Holz? Doch, klar, ich habe da Holz mitgenommen. Dafür habe ich das doch mitgenommen. Weidenholz. Weidenholz für eine Crafting-Truhe. Die hätte ich übrigens auch noch mitnehmen können. Ich glaube, wir haben zu Hause... jede Menge Crafting-Truhen. So, hier stellen wir jetzt erstmal, einen Eingang, weil an Eingang werde ich vermutlich nichts bauen. Und jetzt gucke ich gerade mal. Wir müssen nämlich, erstmal brauchen wir die Blöcke des Zimmermanns. Das kommt mir da oben auch zu hell rein irgendwie. Hier muss noch eine Tür vor. Die muss hier oben hin, diese Tür.
Und wie gesagt, ich habe die jetzt einfach mal mitgenommen. Die haben wir, glaube ich, aus Atlantis. Das ist halt eine Tür aus Extrabioms XL. Warte mal eben. Momentchen mal. Alter, wie lange dauert das denn, die abzubauen? So. Mal eben schauen, wenn wir jetzt hier einfach mal so einen Bruchstein reinsetzen und jetzt die Tür da rein. So. Kommt man hier rein und die Treppe geht dann so runter. Mal gucken. Wenn wir jetzt hier mit der Treppe wieder nach oben gehen, lass uns mal eben kurz ein paar Treppen machen. Also ich mache diese Treppe jetzt aus den Zimmermannsblöcken, weil wir sonst die Bruchsteinfliesen nicht anwenden können, weil wir Creeper-Bruchsteinfliesen nicht zu Treppen verarbeiten können. Einfach so. Deswegen müssen wir das jetzt so machen, wie ich das hier gerade mache. Ah, es war ziemlich eng. Man kommt hier gerade hoch und runter. Das ist aber genau richtig. Nur so kann man das mit diesen Bruchsteinfliesen machen. Diese Tür finde ich nicht ganz schlecht. Ich glaube, die können wir dafür sehr gut nutzen. Geht es runter in die Gruft. Was ich natürlich auch noch sehr gerne machen würde, ist, dass ich diese Steine, wenn wir jetzt weiter nach unten gehen, dass wir hier auch noch Creeper-Bruchsteinfliesen verwenden. Muss jetzt nicht die komplette Höhe sein, aber so bis hier alles mit Bruchsteinfliesen. Ich glaube, das wäre schon ganz gut. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Das nehmen wir noch runter. Bis da. Die beiden auch noch. Sieht optisch einfach besser aus. Ja, wunderbar. Das auch noch. Auf der anderen Seite, ja, mal gucken. Mit unserer neuen Schaufel frisch repariert. So geht das. Da auch noch. Aber wir sind noch nicht, wir sind knapp über der Oberfläche. Heikel, heikel, aber geht. Mal eben, können wir nicht hier auch noch die Treppe des Zimmermanns irgendwie verwenden? So. So möchte ich das. Ah, super. Genau so soll das sein. Hier auch. Nein. Ja. Ach, Kacke. Ha, geht. Es geht. Ja, kommt man gut runter, kommt man gut hoch. Jetzt haben wir hier die hellen Steine und das endet halt direkt hier. Ja, ist auch ein super Eingang. Super Eingang, super Gruft. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt nehmen wir diese Fackel nämlich hier weg und setzen hier gleich Kerzen hin, damit wir die Räume schon mal ausgeleuchtet haben. Bevor wir jetzt mit dem ganzen anderen, mit den Särgen beginnen und was da noch alles kommen mag, setzen wir jetzt hier erstmal hier überall Kerzen hin. An die Wände. Am besten ganz hoch. Nicht auf halber Höhe, sondern ganz nach oben, in die Ecken. Weil hell muss es ja einfach sein. Geht ja nicht anders. Mal gucken, ob das ausreicht. Gucken wir in der nächsten Folge mal, wie wir das am besten einrichten können. Ich hoffe, es hat dir bis jetzt gefallen und du bist auch so gespannt wie ich, was dabei jetzt am Ende rauskommt. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wie das hier jetzt aussehen soll, wie wir das alles gestalten. Es gibt so viele Möglichkeiten mit der Deko-Bench. Die kann ich ja hier schon mal hinstellen. Die brauchen wir ja erstmal. Werde ich jetzt auch relativ nah an den Eingang stellen. Ich stelle die einfach mal hier hin. So. Und da gucken wir mal, wie wir das jetzt hier
einrichten. Mit Spinnennetzen, mit Särgen, vielleicht noch andere Kerzen, Skelette, andere Sachen, die es noch in Verliesen gibt. Es bleibt spannend. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.